Guten Tag. Hab ich gesehen. Noch ein bisschen sehr interessant da und danach ist das noch mal leichter. Ja. Hier wie ein Messer, aber nur 50 Meter. Ja. Aber schöner Ausblick. Ja, wenn man kann es sehen. Ja. Wenn man hat wenig Angst von da zu stehen. Woher kommst du? Nordengland. Ah, aber cool. Heute von Neustift. Beim Bus bis zu der Wasserweg und dann bis Sie sprechen sehr gut Deutsch. Danke. Ich komme aus Leipzig. In Sachsen, das ist so. Also in Norddeutschland? Das ist Südosten. Südosten? Also ehemalig DDR. Ja. Also, Anglo-Sachsen. Ja. Wer wohnt in England? Ja. Sie sind der Richtige. Von Sulzener Hütte und bin hier über den Trödler runtergelaufen, war auf der Dresdner Hütte und jetzt gehe ich wieder hoch und so hat es diesmal das Freie hier. Nett. Gute Chance. Ich war aber noch hier unten auf der Dresdner Hütte und hab da noch ein paar Bier gegessen. Der war zwar noch frei, aber irgendwann das zog sich noch zu und total schnell. Even in Austria, he said, the footpath doesn't go down that. Bullshit, the footpath goes exactly down that. Light up your bloody thing. Somewhere up there. Up that. Nee, die wollten nie auf die Dresdner Hütte fahren. Und gleich hier quasi runter und gleich hier hoch wieder. Das ist nicht unschön, denke ich. Ja. He's already been across further down and is now on his way back to where he started. So I think he had lunch where I'm planning to have lunch. Or to have lunch? I've been reading too much German or Russian. Yeah. I think maybe he ate where I'm planning to eat or he's even going back for lunch. But yeah, I said even in Austria the footpath doesn't come down this and apparently the footpath does come down this and down there. Yeah. Wasn't kidding about vertigo being